تبان زاد نسوي من هو ربك بس تنها من هو ربك لا يفسك سو الله ابن قبر ذا تنها فتش المسي ابن هوتا تنها كيف انت اسمت اوتوس بخاون شون هاي تقاليش من ليه من ارزن جنوس فنفسه بخبليه ما انت غرب فنديني قد الله هوتا نش اكنت ديني قد الله هوتا نش اكنت ونديني قد هوتا كان بغصة هاي الله سبحانه وتعالى ابيت نش اند وقت مكان كان هوتا زاقن فيل دي مسلمين مدغن صون فيل الله اسمعنها الله ربي شليب الله Aber unsere Taten beweisen das Gegenteil. Denn du liebst deine Freundin mehr als Allah. Denn du liebst deine Frau mehr als Allah. Denn du liebst dein Geschäft mehr als Allah. Der Beweis dafür, dass wir immer das diesseitige Leben bevorzugen. Wie oft haben wir das Gebet vernachlässigt wegen einer Frau, wegen einer Freundin, wegen einem Fußballspiel? Das ist ein Beweis, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala nicht richtig lieben oder überhaupt nicht lieben. Das ist nur eine Behauptung. Denn wenn du Allah liebst, du bevorzugst die Befehle Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann darf er fragen, ma huwa dinuk? Was ist dein Glauben? Viele sagen, und heute Muslim, falls wir das sagen, Islam. Okay, einfach, aber das ist einfach, weil ich bin ein Mensch, ich stehe gegenüber dir, ich kann dir nichts tun. Aber im Qabr wird kein Herz widersprechen. Und die Gelehrten sagen, wenn derjenige nicht nach Islam gelebt hat, er kann nicht antworten im Grab. Du kannst nicht antworten im Grab. نموت وأياك